Wir beschäftigen uns mit der Übertragung von Informationen über verschiedene Medien, sei es ein Glasfaserkabel, sei es der Funkkanal, wie bei Ihrem Mobiltelefon. Und wir müssen immer darauf schauen, dass wir Informationen entsprechend aufbereiten, kodieren, robust machen gegen Übertragungsfehler, weil jedes Medium hat seine besonderen Eigenschaften. Hier sehen wir zum Beispiel eine Glasfaserleitung über den Transatlantik von hier nach USA und Sie sehen, wie die Impulse zerfließen. Und dass jetzt jemand am anderen Ende der Leitung noch was daraus lesen kann, braucht man relativ aufwendige Algorithmen, Signalverarbeitungsverfahren. Und genau mit solchen Verfahren arbeiten wir, um diese Signale wieder lesbar zu machen. Ja, Studierende, die meine Vorlesung besuchen, bekommen einen Querschnitt von den theoretischen Grundlagen bis zu den praktischen Anwendungen und insbesondere auch neueste Forschungsergebnisse, die wir aus unserem Labor dann mitbringen in die Vorlesung. Also wir versuchen, eine möglichst interaktive Vorlesung zu gestalten mit medialer Unterstützung, mit Messgeräten, die wir mitbringen und versuchen damit die Studenten besser einzubinden. Also ich hoffe, dass es keine allzu trockene Sache ist, sondern es wird Spaß machen. Also ich würde auf jeden Fall wieder Elektrotechnik an der Universität Stuttgart studieren, weil es hat mir viel Spaß gemacht, sonst wäre ich heute auch nicht hier. Bietet viele Möglichkeiten in der Industrie, in der Forschung. Man hält sich alle Optionen offen. Was würde ich anders machen? Ich würde versuchen, mehr Grundlagenwissen mir anzueignen, der Mathematik, der Physik, aber auch sowas wie Fremdsprachen. Da hat man später einfach nicht mehr die Zeit dazu. Und dafür ist die Zeit an der Universität einfach auch da, dass man die Freiheit hat, sich solchen Dingen zu widmen. Hoffentlich ist der Curriculum nicht zu vollgepackt und das ist das, was ich vielleicht mehr hätte machen sollen.